Die heilsgeschichtliche Epoche der Christenheit ist von Anfang an, also seit 2000 Jahren, geprägt von einem Verfall. Das bedeutet, die Menschen haben von Anfang an versagt, die gesunde Lehre, biblische christliche Lehre zu bewahren. Und von Anfang an, also schon zu apostolischen Zeiten, haben sich schnell falsche Lehren und Irrlehren eingeschlichen und aus dem kleinen Kreis der wiedergeborenen Christen wurde schnell ein großes, namenschristliches, kirchliches, religiöses System genannt Christenheit, die gekennzeichnet ist von einem Verfall. Und der kirchengeschichtliche Verfall wird beschrieben in den Sendschreiben in der Offenbarung. Aber dann, kurz vor der siebenjährigen Drangsalszeit, also vor dem Weltgericht Gottes, kurz vor der Endzeit wird es einen Zerfall geben, also eine Steigerung. Denn dann wird versucht, aktiv und massiv aus dem Bereich der Christenheit heraus die christlichen und biblischen Wahrheiten zu zerstören, aus dem christlichen Bereich heraus. Das ist der Zerfall. Und dann in der Drangsalszeit, das heißt in den siebenjährigen Gerichten, wird es einen Abfall geben, nachdem die Ekklesia, die wiedergeborenen Christen, die wahre Braut Christi entrückt sein wird, wird es einen Abfall geben der Christenheit, des namenchristlichen religiösen Systems. Und dieses namenchristliche System wird total abfallen von allem, was mit der Bibel, mit Gott und den christlichen Wahrheiten zu tun hat. Und deshalb wird sie genannt die große Hure Babylon. Sie wird sehr mächtig sein in den ersten 3,5 Jahren. Die anderen Weltreligionen werden wahrscheinlich noch bestehen, aber das namenschristliche System, die große Hure Babylons mit dem Hauptsitz in Rom, wird sehr mächtig sein und mit dem aufkommenden Regime und dem zugehörigen Diktator kooperieren. Aber dann, in der Mitte der Drangsalszeit, wird die Diktatur und der zugehörige Diktator, das erste Tier, diese Hure Babylons, also dieses religiöse System, zerstören, vernichten, vermutlich mit Gewalt. Und dann ist der Weg endlich frei für den Antichrist, der dann in der zweiten Hälfte der Drangsalszeit kommen wird und dann eine weltumspannende Einheitsreligion aufrichten und alle anderen Weltreligionen beseitigen. Es wird ein Mahlzeichen eingeführt werden, zwanghaft, und die Menschen müssen ein Götzenbild anbeten, beziehungsweise den Diktator anbeten. Das erwartet die Christenheit in Kürze.